Jo, willkommen erst wieder zu Darksiders und ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg in die Zwielichtkathedrale und wir müssen jetzt hier, das wollte ich euch auch zeigen. Das hat hier so ein bisschen so wie bei Legend of Zelda, finde ich, mit den ganzen Stockwerken. Hier haben wir die untersten Stockwerken. Hier seht ihr eben halt, dass die sichtbar sind, also heller sind und die anderen transparenter sind. Und hier musste ich die ganzen Stockwerke durchkämpfen und so. Da und da und da. Und da musste man eben halt die Schlüssel und so holen. Und da hier. Man kann hier auch die Karte dann auch holen. Man kann aber auch sein Art Kompass holen, der alle Schatzkarten aufdeckt in dieser Welt. Und ja, wir müssen jetzt hier hin zum Endgegner. Da müssen wir uns erstmal hier durchbahnen. Und ja, danach sind wir dann ja hier oben beim Endgegner. Gut, ich gehe erstmal dahin. Unsere erste Endgegnerin wird so eine Art Fledermauskönigin sein, die wir besiegen müssen. Und ja, mal sehen. Lang. Naja, hier muss man ja auch die Statue hier kaputt kriegen und dann oben diese Pflanze da. Ach ne, da. So, jetzt begeben wir uns zum ersten wahren auserwählten Endgegner. Hier muss man auch hier diese Statuen da, diese Schwerter hinzufügen. Und ja, hier geht man dann zum Turm. Oh mein Gott, das Tor ist verschlossen. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Naja, gut. Lässt sich nicht verhindern. So sieht das also aus. Hat der Rat die Reiter zu gewöhnlichen Attentätern degradiert? Hat Samael deine Oh. Loyalität gekauft? Wenn du käuflich bist, Reiter, kommen wir vielleicht. Meine Bedingungen werden dir nicht gefallen. Tja. Tiamat. Die Fledermauskönigin. So. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Reiter. Wir müssen jetzt eine Art solche Dinger daneben, die man. Shit, habe ich das da falsch gemacht? Boom. Ja, also wir müssen jetzt, um das zu verstehen, muss man diese Dinger da aufnehmen, an die Rand klatschen und ouch. Und dann mit dem Feuer, also mit der Kreuzklinge, dann ja dagegen prallen. Also mit der heiße Feuerklinge da. Kreuzklinge, das zeige ich euch gleich mal. Ich nehme mir erstmal gleich hier so eine Art Donnerblume, die kann man ja auch so von Zelda ähnlichen. Ah, haben wir rangebackt, gut. Oh! Das war knapp, das war knapp. So, sind wir erstmal sowas hier und dann backen wir das daran. Bah, so macht man das. Sehr praktisch, dass die Fackeln da auch sind. Jetzt müssen wir abhauen, abhauen, abhauen. Sonst wird man weggeschlagen. Nicht jetzt Du wieder gleich was. hättest mein Angebot annehmen sollen. Wie schade. Okay. Wieder rangebackt. Nein, jetzt macht die hier diesen Sturzflugkack. Ja, da muss ich gerade nochmal gucken, wie ich das so immer ausgewichen habe. Ah, okay, so. Man muss immer schnell davor. Ah, Rasen.
Diese, wo man schnell so düst. Okay, jetzt kann ich wieder eine Dings dann aufnehmen. Rangebackt. Ja, dann. Komm, 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 komm. Da, wo ist das jetzt da an ihr? Ist das weg? Wow. Ist scheinbar wohl wieder weg. Okay. Da ist es, da ist es, da ist es, da ist es. Ah, verdammt, die ist wieder von der Reichweite weggekommen. Na komm, 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 komm. Ja, erwischt. So. So, jetzt machen wir auch nicht hier ein paar Hiebe noch. Jetzt gehen wir wieder schnell weg. Oha, oha, jetzt macht sie hier einen heftigen Move, da muss man richtig doll aufpassen. Ah. Nein, nein, nein. Ah. Ich bin eine der Außerwelten. Freu dich doch, wow. Wow. Ist schon echt krass. Ist ein Gegnerin. Man muss immer vor diesen komischen Dings da abhauen. Bam. Zack. Rechtzeitig noch eine rübergeschlagen. Müssen wir uns beeilen. So sieht's aus. So muss man das machen. Immer draufschlagen auf der. Nein. Jetzt macht die wieder ihren komischen Explosionszeug. Wow. Da muss man echt aufpassen. Schnell B drücken. So. Jetzt müssen wir uns wieder schnell hinbewegen zu ihr. Wow. Sind wieder K.O. Nein, jetzt macht sie wieder ihren Ding da. Aber Leben habe ich noch, ne? Ja, habe ich. Okay. Muss man immer sicher gehen. Autsch, autsch, autsch. Nein. Krass. Yeah, yeah. Komm, 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 komm. Yeah, so, wieder weggeschlagen. Eigentlich ganz einfach für die erste Endgegnerin. So, besiegt. Jetzt könnt ihr das genießen, wie sie ja besiegt wird. Als erste Auserwählte. Reißt jetzt mal eiskalt die Flügel raus. Krass. Reiter. Tu es! Reiß ihr bei lebendigem Leibe das Herz heraus! Ich will sie schreien hören! Ich bin eine der Auserwählten. Ich kann dir jeden Wunsch gewähren. Kannst du das Gleichgewicht wiederherstellen? Kein Wunder, dass Samuel dieses Ding haben will. Es trotzt vor Macht. Glaubst du wirklich, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Herz der Auserwählten, des Auserwählten, ja. Können wir noch einen Lebensstein? Ach ja, und dann kann man, wie man das von Zelda auch kennt, dass man da immer auf diese Teleporter dann wieder ganz zurückreisen kann. Ich will das ja nicht richtig mit Zelda vergleichen, sondern das ist halt schon die Ähnlichkeit. Also mit diesem Zeug. Du diesem Gefängnis aus Fels ohne Hilfe deines gefiederten Freundes entkommen? Ich werde einen Weg finden. Du hast dich sicherlich als einfallsreich erwiesen. Vielleicht kann ich dir einen schnelleren Weg bieten. Sprich Klartext, Dämon.
Schlangenlöcher, uralte Pfade, die sich ihren Weg unter der Oberfläche dieser Totenwelt und darüber hinaus bahnen. Ich benutze sie, um herumzukommen. Und für eine Gebühr kannst du es auch. Was willst du, Vulgrim? Nur eine Kleinigkeit, das Herz der Auserwählten. Ich habe seine Macht in dem Moment gespürt, in dem du aus diesem Turm gekommen bist. Du kränkst mich, Reiter. Ich würde mich niemals zwischen dich und deinen Freund Samael stellen. Nein, ich möchte nur das Herz sehen. Ein Blick und unsere Abmachung gilt. Samael wird erfreut sein. Die Schlangenlöcher stehen dir zur Verfügung, Reiter. Komme zu mir, wenn du sie benutzen möchtest. So. Ja, wir können jetzt die Schlangenlöcher nutzen und so. So, ja, wir sehen uns dann im nächsten Video bei einem neuen Gegner, den wir uns dann auf den Weg stellen werden. Und ja, seid wieder das nächste Mal dabei. So. Mm-hmm.